Oh, das sieht aus wie ein Constructor, der anbinden. Ah nee, das ist eine Bergbaustation, der anbinden. Weil es das erste Ziel der Mission, oder? Das Portal, aus dem der extradimensionale Invasoren herausquellen, ist im Phagis-System entdeckt worden. Bis wir es vernichtet haben, werden sie kontinuierlich Verstärkung erhalten. Construction complete. Zieht die Flotte weg. Damit wir nicht gegen Flotte und Station gleichzeitig kämpfen müssen. Construction complete. Auf geht's. Hostile fleet engaged. Debris analyzed. Ach du Scheiße. Die saugen meine Korvetten komplett leer. Das sind auch nur größere Schiffe, ne? Scheiße! Situation log updated. Bleib kurz hier stehen. Construction complete. Die eine Fightflotte wird mich nämlich verfolgen. Debris analyzed. Die wollen ja das Tor schützen. Geil, jetzt stehen die mit allen Flotten da rum. Obwohl die anderen Flotten scheinen wieder abzuhauen. Ja. Das ist gut, dann lasse ich meine Flotte erstmal stehen. Debris analyzed.
Alienraumstation, Funktion unbekannt. Die lassen mein Forschungsschiff in Ruhe. Oder auch nicht. Evading hostile fleet. Science ship under attack. Du bist tot. Moment, ich zieh dich ab. Science ship. Scheiße, ich hab den gar nicht abgezogen. Jetzt habe ich ihn abgezogen. Boah, ist der Mission unter 12.000 Punkte. Guck mal, was passiert, wenn ich eine Föderationsflotte baue, weil es gerade im Chat erwähnt wurde. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Ja, ich kann als Chef die besten... bessere Schiffe bauen im Schiffdesigner, ja. Quantendestabilisator. Feuerrate um 50% reduziert beim Feindschiff. Ich verstehe.
Amöbengeiseln 20,8, Fortschrittsbombergeschwader. Das Automatik ist nämlich dann wahrscheinlich nicht basierend auf der Forschung von allen, sondern auf der Forschung von mir. So, Feuerrate minus 15%. Schildkondensator. Der sollte die Schildgeneration erhöhen. Antriebstechnik ist ja schon die beste. Ah ne, stimmt gar nicht. Oh, hasse ich euch dafür. Also das Spiel, nicht euch. DG9L rein, KI-Raketen, Schwarmraketen, Weltraumtorpedos. Verwüstungstorpedos, plus 20% ausweichen. Ja, aber mit Wurmlochportalen abgestimmte, dann könnte ich sofort dahin springen zwar, aber das Problem ist einfach, ich habe keine Wurmlochportale. So, genau auf 0. Warp-Antriebe ermöglichen Überlichtflüge zu den von den Rändern von Sternsystemen jedoch nicht beschränkter Reichweite. Bei Abflug und Ankunft gibt es außerdem eine Hochfahr- und Abklingzeit. Ah, es macht mich fertig. So, große Waffenslots. Da auch Neutronentorpedos.
Erhöhte Panzerungspenetration. Penetration. Korvette und jetzt noch den Zerstörer. Ah, kann sein, ich mit dem Wurmlochantrieb die Station meiner Verbündeten in der Föderation nutzen könnte. Flakbatterien, es gibt echt viel. Wenn ich so darüber nachdenke. Neutronium-Panzerung. Na gut, den brauche ich. Ja, ihr könnt euch direkt wieder verbessern. Ships upgraded. Construction complete. Ha! Jetzt habe ich die Schiffe geupgradet, jetzt sind die nicht mehr Teil der Föderationsflotte. Sind doch keine Föderationsschiffe mehr. Ah, das Spiel macht mich fertig. Construction complete. Kann ich das Portal nicht fokussieren? Construction complete. Naja, mal gucken, was passiert, wenn ich die... Schiffe nachher abgebe. Construction complete.
Selbst meine Vasallen greifen ja nicht mit an. Die agieren ja auch nur im Krieg. Deshalb weiß ich nicht, wie sich Paradox vorgestellt hat, wie es funktionieren sollte. Ja, jetzt gehört das Föderationsschiff ihm. Weil es hat der Präsident gewechselt. Dann ist man 5 Jahre Präsident und kann eigentlich nichts machen in der Zeit. War Absicht, wenn ich von Norden komme, könnte ich eine Chance haben, bei dem rein zu lümmeln. Genau, kolonisier den mal. Toll, ich krieg keinen anderen Planeten woanders untergebracht. Meine Hauptwelt darf ich nicht abgeben. Oder? Ja, dann wird's Pandaska. Aber sind wir gerade auf dem Weg, an einem Planeten drin zu besiedeln? Ah, ich kann eh keinen weiteren da reinsetzen, fällt mir gerade ein. Dann lass uns das hier als eigenes neues System sehen. Weil hier sind ja schon 5 Planeten drin. Ach doch, ich kann den doch reinsetzen. Na gut. Ich dachte, die müssen verbunden sein. Also direkt verbunden. Immer hat die Feuerpause meine Schiffe entspannt. Flieg weg, du Penner.